Die Kiskeya Maduro Robusto, ein Medium Filler aus der super günstigen Ecke. Mal schauen, ob die Zigarre überzeugen kann oder ob es einfach nur Ramsch ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Ich habe heute einen Zuschauerwunsch mitgebracht, die Kiskeya Maduro Robusto aus der Dominikanischen Republik. Und wir haben hier auch eine ganz klassische Robusto von der Vitola her, sprich Länge von 127 mm, ein Durchmesser von 19,84 mm und damit kommen wir auf das klassische 50er Ringmaß und die Rauchdauer liegt so bei einer guten Dreiviertelstunde. Von der Konstruktion her haben wir hier eine handgemachte Medium-Filler-Zigarre. Das heißt, es sind hier keine kompletten Tabakblätter in der Zigarre verarbeitet worden, sondern kleinere Tabakschnipsel. Die sind von der Qualität her nicht wirklich schlechter als ganz normale ganze Tabakblätter. Das macht die Herstellung halt nur wesentlich günstiger, weil das meistens ja Überbleibsel von den klassischen Long-Filler-Zigarren sind. Aber man darf halt hier keine mega große Komplexität erwarten. Das Verkaufsformat im 10er Bundle trägt dann auch noch dazu bei, dass hier der Preis schön niedrig gehalten wird. Von den Tabaken her haben wir hier ein Maduro-Deckblatt aus der Dominikanischen Republik, ein Umblatt aus Indonesien und in der Einlage haben wir dann Tabak aus der Dominikanischen Republik und aus Nicaragua. Und dann werfen wir doch mal direkt hier einen Blick auf dieses Maduro-Deckblatt und es ist wirklich schön dunkel gefärbt, relativ feine Blattadern, die Nähte sind so gut wie nicht zu sehen. Verfärbungen in Form von Punkten oder Flecken kann ich hier keine erkennen und an Beschädigungen haben wir hier einen ganz kleinen Riss unterhalb des Deckblatts. Da müssen wir mal gucken, ob das dann beim Rauchen zu Problemen führt. Apropos Rauchen, ich habe bereits ein Exemplar von dieser Zigarre hier geraucht. Sie hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber jeder hat ja mal eine zweite Chance verdient. Also schauen wir uns die Zigarre mal an vom Kaltgeruch her. Haben wir hier schon diese ganz typische Maduro-Süße mit so einem leichten floralen Einschlag und riecht so ein bisschen wie so Schokosahnejoghurt. Also eigentlich gar nicht mal verkehrt. Schauen wir mal, was der Zugwiderstand macht. Da hat man typischerweise beim Shortfiller relativ wenig Probleme. Einwandfrei vom Kaltzug her. Auf der holzigen Seite, aber auch dieses Schokosahne, süßliche Aroma haben wir hier schon. Was so ein bisschen irritierend ist, man hat einen extrem salzigen Geschmack hier von dem Deckblatt auf den Lippen. Das hatte ich beim letzten Exemplar auch, das ist ein bisschen irritierend, weil das schmeckt, das passt nicht so ganz zu diesem Maduro-Charakter von der Zigarre. Dann zünden wir sie mal an und gucken, was die ersten Züge so bringen. So, schauen wir mal. Definitiv auf der cremig-sahnigen Seite. Schokolade ist ja auch schon rauszuschmecken. Etwas Kaffee und auch ein ganz klein wenig Holz. So, wir sehen uns gleich im ersten Drittel und dann schauen wir uns nochmal an, welche Firma hier hinter der Kiskeya steckt. Bis gleich. Im ersten Drittel ist die Zigarre wunderbar cremig, sahnig und schokoladig. Das Holz hat sich ein klein wenig mehr in den Vordergrund geschoben. Ich würde also schon durchaus sagen, dass es eine etwas holzigere Zigarre ist und im Hintergrund schwingt noch so eine ganz leichte Kaffeenote mit. Dieses Salzige auf den Lippen, was ich am Anfang durch das Deckblatt hatte, das ist jetzt zum Glück komplett verschwunden. Da bin ich sehr, sehr froh drum.
Das war bei dem ersten Exemplar, was ich geraucht habe, gar nicht so. Da war dieses Salzige bis zum Ende vorhanden und das hat mich auch extrem gestört. Und deswegen hat mir dieses erste Exemplar nicht so gut gefallen gehabt, aber dieses hier ist jetzt schon wesentlich besser. Mich würde mal interessieren, ob das bei den Zigarren häufiger ist, dass die so salzig schmecken. Vielleicht kann jemand mal kommentieren, der die Zigarre häufiger raucht, ob er das auch schon beobachtet hat oder ob das hier irgendwie ein Einzelexemplar war, was ich erwischt habe, bei dem der Zigarrendreher mit dem Salzstreuer ausgerutscht ist. Kann ja auch mal passieren. Hinter der Marke Quisqueya steckt die Firma Charles Fairmont International GmbH. Da gibt es in der Tat nicht so wahnsinnig viele Informationen darüber zu finden, aber ich habe jetzt mal das wenige, das es gibt, hier zusammengetragen. Die Firma wurde 1972 in den USA gegründet. Von wem genau, lässt sich nicht mehr herausfinden. Vielleicht war es Charles Fairmont selber, aber ja, wie gesagt, das weiß man nicht so genau. 1978 wurde dann eine Niederlassung in Deutschland gegründet, zuerst als Charles Fairmont Handels GmbH und später dann die Umfirmierung zur International GmbH. Und die Agenda der Firma war der Import und Vertrieb von Zigarren und Pfeifen. Mitte der 80er Jahre kam es dann zu einem weltweiten Einbruch des Zigarrenkonsums und im Zuge dessen wurde dann die US-Firma geschlossen. Die deutsche Unternehmung blieb allerdings erhalten und wurde dann sogar ausgebaut und hat vor allen Dingen in Deutschland hergestellte Shortfiller-Zigarren verkauft. Damals gab es eine Kooperation mit Woermann Cigars, die dann für Charles Fairmont produziert haben. Mittlerweile gibt es die Kooperation nicht mehr und heute läuft der Vertrieb von Charles Fairmont über Klaus Kleinlage. Man kennt vielleicht die Marken Belmore, Dominican, Santiago, Selection oder auch Charles Fairmont als Eigenmarke. Seit dem Jahr 2000 gibt es auch die Charles Fairmont SA in der Dominikanischen Republik. Die haben dort auch eine eigene Zigarrenfabrik und das ist der Ort, wo diese Marke Quisqueya jetzt herkommt. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel und werfen mal einen Blick in das Portfolio der Marke und auf den Preisvergleich. Bis gleich. Im zweiten Drittel ist die Zigarre immer noch schön cremig. Das Sahnige ist ein bisschen weniger geworden, das Holzige noch ein klein wenig mehr und das Kaffeearoma ist auch ein wenig mehr wahrnehmbar. Vom Preis her liegen wir hier bei 3,20 Euro und über ein Volumen von gut 39 Kubikzentimetern kommen wir hier auf einen super Basispreis von 8 Cent. Bei der Quisqueya gibt es hier noch 6 weitere Vitolas. Die meisten liegen so um die 7 Cent herum. Es gibt einen Ausreißer nach oben mit der Petite Corona, die liegt bei 20 Cent. Da haben wir wieder die kleinste Zigarre, die übermäßig teuer ist und die hebt den Schnitt dann so weit an, dass wir hier auf 9 Cent kommen. Wir haben hier aber insgesamt immer noch eine sehr günstige Serie und der 1 Cent Unterschied, den die Robusto hier teurer ist, der fällt da nicht wirklich ins Gewicht. Es gibt noch 3 weitere Serien aus der Marke. Die Classic, die liegt bei 8 Cent, die Ligero bei 10 Cent und die Seco bei 7 Cent, wobei das nur eine einzelne Zigarre ist, wenn man da überhaupt schon von einer Serie sprechen darf. Insgesamt ist also Quisqueya eine wirklich sehr, sehr günstige Marke. Zum Vergleichen habe ich natürlich ein paar ähnlich günstige Marken herausgesucht. Aus der Dominikanischen Republik hätten wir zum Beispiel die La Aurora mit der Imperialis und den Principies. Die liegen bei 7 Cent, das sind sogar Longfiller-Zigarren. Und ebenfalls aus der Dominikanischen Republik hätten wir die Filiga Dominican Selection bei 9 Cent und das sind dann Medium-Filler. Wenn wir mal Richtung Honduras gehen, da hätten wir die Umnum mit der Honduras-Serie und der Nicaragua-Serie zusammen. Sind beides Longfiller, die kommen dann auf 6 Cent. Und als weiteren Longfiller aus Honduras hätten wir die Via Zamorano mit 8 Cent im Vergleich hier. Wenn wir mal Richtung Nicaragua gehen, da hätten wir die Asylum Shizo bei 6 Cent als Medium-Filler und als Longfiller mit 9 Cent die Grandigero Nummer 3. Wir haben ja also in diesem Niedrigpreissegment schon eine deutliche Konkurrenz und es gibt auch schon einige Zigarren als Longfiller. Wir sehen uns jetzt gleich im letzten Drittel, gucken mal, ob wir ein paar Ratings finden und dann komme ich zu meinem Fazit. Bis gleich. Im letzten Drittel hat sich aromatechnisch nicht so wahnsinnig viel verändert.
ist immer noch eine cremige Zigarre. Das sahnig-schokoladige ist eher im Hintergrund. Kaffee ist eher im Vordergrund und das Holzige schwingt auch noch mit herum. Vom Abrand und von der Asche her ist es absolut unauffällig und tipptopp. Da kann ich nichts Negatives berücksichtigen. Bei meinem ersten Exemplar vor einigen Tagen, da hatte ich immer Schwierigkeiten mit unregelmäßigem Abrand und musste mehrfach nachkorrigieren. Und ausgegangen ist sie mir auch, aber bei dem Exemplar hier ist alles in Ordnung. Bewertungen bei Cigar Aficionado gibt es natürlich keine hier bei dieser kleinen Marke, aber bei Cigar World im Online-Shop, da gibt es sehr, sehr viele Bewertungen, 295 Stück aktuell und da liegt sie bei 6 von 8 Punkten im Preis-Leistungs-Verhältnis und ebenfalls bei 6 von 8 Punkten in der Qualität. Also das ist schon mal ein ganz ordentliches Urteil. Ja, von der Nikotinstärke her haben wir hier definitiv eine leichte Zigarre und man hat natürlich hier diese typischen Maduro-süßlichen Aromen, Sahne, Schokolade, aber auch eine deutliche Kaffeenote und eine deutliche Holznote ist mit dabei. Von der Komplexität her und dem Aromen und der Aromenvielfalt reicht sie natürlich nicht an eine ja, teurere Longfiller-Zigarre heran, aber ich fand sie eigentlich ganz gut. Für den Preis auf jeden Fall. Bei 3,20 Euro kann man hier nichts wirklich falsch machen. Prinzipiell gilt natürlich wie immer, dass jeder sich selber eine eigene Meinung bilden muss. Das, was ich sage, das trifft ja schließlich nicht auf alle anderen auch zu. Im Allgemeinen gibt es natürlich sehr viele gute und günstige Zigarren, sowohl im Longfiller als auch im Medium- und Shortfiller-Bereich. Das heißt, günstig ist nicht gleichbedeutend mit Ramsch. Ich rauche selber auch sehr viele Zigarren aus der günstigen Ecke. Deswegen einfach mal dieses günstige Segment durchprobieren. Ich habe ja auch einige Marken und Serien im Preisvergleich vorhin genannt und dabei dann einfach herausfinden, was zum einen Geschmack passt und was nicht. Ja, wenn das Video zu eurem Geschmack gepasst hat, gerne liken und abonnieren, dann verpasst ihr auch keine zukünftigen Videos von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.